Wow, geiler Lautsprecher. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf dem YouTube-Kanal vom Audiotestmagazin und von LikeHive.de. Und diesmal habe ich für euch dieses Schmuckstück im Test. Das ist der Canton Reference 1. Das ist also der größte Lautsprecher in der Referenzserie, wobei nicht ganz der größte. Es gibt noch den Reference GS Edition, wobei der kostet pro Stück 25.000 Euro, also das Paar 50.000 Euro. Und ich denke mal, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte einen richtig schicken, tollen Lautsprecher zu Hause haben, der von Canton ist, dann Referenz 1 ist man schon sehr gut mit bedient. Der kostet immerhin auch 10.000 Euro das Stück. Und ja, kann man sich überlegen, ob man das Geld ausgeben will. Aber ich kann euch jetzt schon verraten, das lohnt sich auf jeden Fall. Und warum es sich lohnt, ja, das soll dieses Testvideo erbringen, diese Erkenntnis. Auf jeden Fall verrate ich euch jetzt erstmal ein bisschen was zum Lautsprecher. Der Dreiwege-Bassreflex-Lautsprecher hat eine stolze Höhe von 133 cm und ein noch stolzeres Gewicht von 81 kg. Für die hohe Masse zeichnet sich vor allem das geschwungene Gehäuse verantwortlich, so ist die Schallwand allein schon 6 cm dick. Die Seitenwände, die Böden und die Oberseiten sind aus Mehrschichtlaminat aufgebaut, um die Dynamik, die die Referenz 1 entfalten kann, bestens zu kontrollieren. Das Gehäuse des Lautsprechers zeichnet sich durch ein nahtloses Design aus, welches eine kantenlose Verbindung zwischen Schall- und Rückwänden sowie den Seitenwänden realisiert. Das Design soll sich besonders günstig auf das Abstrahlverhalten, die Stabilität und die Resonanzarmut auswirken. Die Tiefentöne kommen aus den drei 219 mm messenden Tieftönern, die Keramik-Wolfram-Membran nutzen. Dank des neu gestalteten Bassreflex-Systems mit Bassguide reicht die Tieftonwiedergabe bis zu 18 Hertz hinab. Es arbeitet nach dem Prinzip von kombiniertem Front- und Backfire. Die Luft wird dabei über einen Kanal in der Bodenplatte gesteuert und sowohl zur Vorderseite als auch zur Rückseite des Gehäuses geleitet. Der 174 mm messende Mitteltöner verwendet ebenfalls Keramik-Wolfram-Membran. Er sitzt ganz bewusst im oberen Teil des Lautsprechers, wodurch eine wesentlich authentischere Darstellung von Stimmen realisiert werden soll. Die Treiber werden durch spezielle symmetrische Waveguide-Ringe aus POM-Material ergänzt. Diese Ringe dienen im Hochton- und im Mitteltonbereich als Waveguides, um die Abstrahlung zu optimieren. Der Hochtöner der Referenz 1 nutzt BC-Membran aus schwarzer Aluminiumoxid-Keramik. Die Nennbelastbarkeit der Referenz 1 beträgt 450 Watt und die Musikbelastbarkeit 820 Watt. Ihr Übertragungsbereich liegt zwischen 18 Hertz und 40.000 Hertz. Die Übergangsfrequenzen sind dabei auf 170 und 3100 Hertz eingestellt. Auf der Rückseite der Referenz 1 finden wir das vergoldete, sehr hochwertige Anschlussterminal. Es erlaubt den B-Wiring und den B-Amping-Betrieb. Zudem offeriert Canton den Referenz 1 eine Feintuning-Möglichkeit. Über ein robust ausgeführtes Schraubsystem lassen sich die Pegel von Hoch- und Mitteltöner ein wenig hervorheben oder dämpfen. Ja, das ist schon echt beeindruckend, was Canton da an neuen Entwicklungen in den Referenz 1 hineingesteckt hat und wie es den konstruiert hat. Also allein der Bassreflex-Ausgang unten, dass er eben relativ standortflexibel ist, der Lautsprecher hinten, diese Einstellmöglichkeit, dass man nochmal die Höhen und Mitten nochmal ein bisschen feinjustieren kann, also rein manuell, ohne jetzt irgendwie mit EQ oder was auch immer eingreifen zu müssen. Das ist natürlich gerade für echte HiFi-Fans so ein richtiges Highlight, wenn sie da nochmal so, ja, so eine Feineinstellung vornehmen können, die wirklich rein hardware-mäßig läuft. Wer jetzt sagt, okay, ich finde den toll, den Lautsprecher, aber ich möchte halt nicht die Treiber sehen, auch kein Problem. Canton legt diese schönen kleinen magnetisch haltenden Stoffabdeckungen bei und schon habt ihr den Lautsprecher etwas neutraler gestaltet, sofern ihr das möchtet.
treue Zuschauerinnen und Zuschauer unseres Kanals werden wissen, was jetzt kommt. Apropos treue Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert uns natürlich und klickt die Glocke, dass ihr kein Video mehr von uns verpasst. Aber jetzt zurück zu dem, was ich sagen wollte. Treue Zuschauerinnen und Zuschauer unseres Kanals wissen es, jetzt kommt der Klangtest. Dazu habe ich hier vor Ort ein binaurales Mikrofon. Das wird jetzt natürlich nicht so klingen, wie wenn diese Lautsprecher bei euch zu Hause stehen würden, aber ihr bekommt ungefähr einen Eindruck. Was ganz wichtig ist, setzt bitte gute Kopfhörer auf, um den Ton jetzt zu hören. Ich habe so eine kleine Zusammenstellung gemacht aus Musikstücken, Geräuschen, Stimmen, einfach, dass ihr so einen Gesamteindruck bekommt. Ich bitte um Verzeihung, wenn jetzt die Musikauswahl nicht euren Geschmack trifft, aber das ist hier kein DJ-Video, was jetzt hier eine Playlist für euch erstellen möchte. Nein, das ist tatsächlich einfach nur ein Testvideo, um zu gucken, wie die Kanton-Referenz 1 klingen.
Was denkt ihr? Wie hat es für euch geklungen? Also hier vor Ort kann ich euch sagen, wir saßen hier zu viert im Hörraum und was wir sofort festgestellt haben, dass der Klang aus den Lautsprechern eben nicht so rausgepresst wird, sondern der perlt heraus. Also der umspült einen praktisch. Es ist sehr holographisch und ja, taktil. Also man kann die Musik förmlich anfassen. So klingen diese Lautsprecher. Und wenn jetzt zum Beispiel, wir haben so Kammermusik gehört, ja, die von Schubert, die Winterreise. Und da hat sich tatsächlich dieses tolle Gefühl eingestellt, was ihr vielleicht auch kennt, dass man, wenn man die Augen zumacht, wirklich denkt, der Sänger und das Klavier, die sind jetzt mit hier im Raum, weil einfach alles so detailgetreu dargestellt wird. Also das beste Wort für diese Lautsprecher ist tatsächlich Immersion. Die sind immersiv. Das heißt, sie vermitteln die Musik wie real. Also als ob sie echt wäre. Und das ist, glaube ich, die größte Auszeichnung, die sich so ein Lautsprecher einfangen kann. Und wir sind echt traurig hier bei der Audiotest, weil die müssen halt wieder zurück. Wir können sie nicht behalten. Bekanntermaßen muss alles Gute mal ein Ende haben und deswegen ist dieses Testvideo jetzt vorbei. Lasst uns gern ein Abo da, um neue Testvideos nicht zu verpassen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was wir als nächstes unter die Testlupe nehmen, das ist der Cambridge Audio CXN100. Das ist ein Netzwerk-Player-Streamer. Ja, das ist schon ganz schön interessant, was euch da erwartet.